So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Prost zusammen. So, leckeren Kaffee haben wir noch da. Nochmal kurz frisch gemacht. Und dann geht es jetzt spannend weiter mit Resident Evil. Ich muss mal eben kurz mein Stühlchen richten. So. Ja. So. So, wo. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Hallo? Gisela, Gisela, Schätzelein, Schätzelein, Gisela. Und willkommen zur Let's Play Live Show für die, die gerade eingeschaltet haben. Wir sind seit 8 Uhr dran mit Resident Evil. So, Huch, wo geht's denn hier hin? Hä? Bitte was? Okay. Ah, Hans-Peter. Hi. Hans-Peter steht immer noch im Wald. Karl, den Käfer haben Sie nicht gefragt. Sie haben ihn einfach fortgejagt. Ich glaube, wir müssen hier auch noch was tun. Ich glaube, mit den. Was mit den Medaillen? Ich weiß das nicht mehr genau. Wo kommt der denn her? Ach, hier sind zwei. Ach du Scheiße. Na super. Das ist ja echt klasse. Scheiße, fuck, der steht doch nochmal auf, ne? So. Ja, war ja klar. So. Hier müssen wir nämlich, glaube ich, das einsetzen, ne? Das brauchen sie jetzt nicht. Was? Warum? Hier vielleicht? Friedhof, gleich wertvoller Gegenstand, ja. Hier hinter vielleicht? Ne, Moment. Da läuft doch einer, oder? Ne, das bin ich selber, glaube ich. Friedhof gleich wertvoller Gegenstand. Das ist ein guter Tipp, wenn ich jetzt mal gleich. Der steht doch bestimmt gleich auf. Ach, hier ist der Revolver, ja. Magnum, ja. Okay, die Frage ist jetzt nur. Ja, gut, der Revolver ist mir jetzt eigentlich relativ schnuppe. Ich frage mich nur, wo wir jetzt als nächstes hin müssten. Ich gucke schon wieder viel zu viel auf der Karte rum. Da ging es nur oben zu Giselas Haus. So, Prost zusammen. Die Windmünze einsetzen. Ja, die habe ich aber, glaube ich, in der Inventarkiste. Mir fehlt da aber, glaube ich, noch eine Münze, glaube ich, fehlt mir da noch. Ein oder zwei, die ich dafür noch brauche. Das heißt, somit bleibt mir da nichts anderes übrig, als erstmal zurückzugehen, um mich umzusehen weiter. Was, welches Rätsel haben wir denn noch nicht fertig? Sind wir denn komplett im Haus schon durch? Mein Gott. Ich schaue nochmal eben im Anwesen. Da ist. Okay, die rote Tür ist quasi.
Das ist der Keller. Achso, ich brauche nur die Windmünze, okay. Dann kriege ich wahrscheinlich dann den Revolver, ne? Ja. Aber hier im Haus sind wir eigentlich, also in der Villa sind wir eigentlich relativ durch, was die Räume angeht. Da haben wir alles soweit erstmal, glaube ich, entdeckt, außer den Keller natürlich. Der Innenhof, da waren wir auch erstmal so weit gewesen, bis auf ein paar Stellen. Und die Residenz waren wir soweit auch. Puh. Moment. Okay, gehen wir nochmal zurück. So. Das, was du im Inventar hast, das Ding musst du nochmal von finden, ja. Das Umbrella-Zeichen, davon brauche ich noch eins. Soweit wie ich weiß, hast du auch alles komplett mit wichtigen Gegenständen. Na, jetzt steht der eine bestimmt auf, oder die einen beiden. Die sind jetzt wahrscheinlich hundertprozentig sind die, okay, die sind weg, die beiden. Keine Ahnung, wo die hin sind. Die sind bestimmt gerade was essen gegangen, mit Sicherheit. Die haben bestimmt Hunger gehabt. Ja. So, dann gehen wir nochmal zum Inventar, zu unserer Inventarkiste. Hans-Peter werden wir jetzt wieder begrüßen. Hallo Hans! Hans! Hans-Peter! Hans-Peter hat eine Glatze im Übrigen. So mal gerade so. Ist mir gerade aufgefallen. So. Ab zu Giselas Haus. Gisela, unsere Gärtnerin. Dann werden wir mal die Windmünze holen. Und dort einsetzen. Gisela, ich bin wieder zu Hause. Schätzelein. So. Lalalala. Gisela könnte auch mal wieder Staub wischen. Das ist irgendwo im Haus, das zweite. Okay. Ich lese mal eben den Chat durch. Die Windmünze habe ich noch gar nicht, oder? Ich habe die Wolfsmedaille, Adlermedaille. Das war's dann auch. Die Modisk ist halt für das Labor. Das zweite hat Reflex sogar schon mal in der Hand gehabt. Das zweite Symbol von Umbrella hat die schon mal in der Hand. Moment. Du, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist die Fahrschulmusik für die Pausen und sowas alles. Wo hatte ich das denn in der Hand? Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Die Windmünze ist im Raum, wo man sitzt. Okay, wir gehen mal zurück zum Anwesen. Ich glaube, ja, da war ja noch was mit dem, ja, stimmt, mit dem Haken und sowas alles. Ja, mit dem Angelhaken. Ja, Bodycount, ja, da war was, stimmt, du hast vollkommen recht. Aber hey, bald 9000, 9000, bald 1000 Kommentare. Dürft euch drum prügeln. Nein.
Auf dem Weg zur Villa musst du gut aufpassen. Das beruhigt mich kein Stück. Hey Hans, Hans-Peter. Hallo. Huch. La 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 la. Ich nehme mal einen Schluck aus meiner Kanne. Aus meiner Tasse. Na, hallo. Das ist natürlich ein super Tipp. Auf dem Weg zur Villa musst du gut aufpassen. Also. Ich will mal ein bisschen hier so mich etwas zurücklehnen. Ein bisschen entspannter, nicht so nach vorne gebeugt. Bin da noch da. Ich schlafe nicht ein, ich bin nicht müde. So, da sind wir auch gleich schon wieder am Anwesen. Ach so, vom Schauen her meinst du? Ach so. Okay, ja gut, jetzt bin ich ja schon fast da. Ja, super. Vielleicht, obwohl, Moment, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt. Ja gut, jetzt kommt ja nur noch der Vorgarten. Ist ja jetzt so. Ich schaue mich nochmal um. Okay. Bin ich wahrscheinlich schon längst dran vorbeigelaufen. Hundertprozentig, das, was du meinst. Nintendo. Okay. Nachher noch Minecraft. Wie gesagt, Voting auf Let's Play Leerzeichen Live-Show. Die Gruppe bei Facebook könnte voten. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, das mit den. Wo war das denn gewesen? Da, 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 da. Soweit ich. Ist irgendwo im Haus das zweite. Jo, mach das. Jo, bis naja. Ciao, ciao, mach's gut. Ja, jetzt habe ich ja die Münze. Jetzt habe ich ja quasi. Jetzt könnte ich ja eigentlich. War da noch was im Haus gewesen? Da ist doch noch mal. Da ist doch noch der Spencer-Raum. Ist im Spencer-Raum noch was gewesen? Ich gehe trotzdem noch mal zurück in die Villa. In die Villa. In die Villa. Huch, hallo. So. Sesam, öffne dich. So, war hier noch was? Da ist ein Schalter drücken. Moment, wofür kann ich hier Licht an- und ausmachen? Also, hat das einen Sinn? Sehe ich dann vielleicht irgendwas Besonderes im Dunkeln? Ach so, okay. Aber hier muss ja irgendwas drin sein. Auf der Karte ist ja hier das noch rot markiert. Ich werde langsam müde. Altmodisches Telefon, wo das Kabel abgeschnitten, eine Sammlung Bücher, was alles. Gibt es nur Bücher oder Geschichte und Politik? Ich frage mich gerade, was hier noch sein soll. Weil es bedeutet ja rote Räume. Rote Räume bedeutet doch, dass da noch was drin ist, ne? Aber was? Was soll denn hier noch sein? Hier ist doch nichts mehr. Denk an den Wespenhaken. Ja, den habe ich noch im Hinterkopf. Nur ich habe mich jetzt gerade gewundert, weil der Raum noch rot markiert ist auf der Karte. Wundert mich das jetzt so ein bisschen, dass ich da jetzt nichts gefunden habe. So, oh Gott, wo war denn nochmal der Wespenraum? Ah je, ah je. Da war der Raum mit dem. Ich weiß, wo der Wespenraum ist. Er ist auf der anderen Seite. Ja, und da werden wir noch ein bisschen ein paar Gegner begegnen. Wenn ich das jetzt richtig zusammenschließe. Ja.
Ja, la, 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 la. Hallo, mach's gut. Ich gehe doch lieber oben rum. So. Dim, 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 dim. Rechte Seite des Hauses? Bist du dir da sicher? Ah ja, okay. Jawohl. Huch, hallo. Genau über dir. Ja. Hier war das. Hier war, glaube ich, der Raum mit der Wespennadel. Ich werde mal jetzt hier den Controller ab. Ne, Moment. Ne, der war ein Raum. Oder? Ne, doch, das war hier, ne? Ich bin verwirrt. Ich kann mir sowas nie merken. Ich weiß nicht, ich kann mir sowas echt nicht merken. Das ist schrecklich. Ich bin hilflos verlassen. Ich bin froh, dass die Spiele heutzutage nicht mehr so schrecklich sind. Boah, ich kann mich noch entsinnen. Ich bin ja, wie gesagt, ich spiele ja auch, ja nicht lieber, aber doch sehr, sehr gerne ein Silent Hill. Ich bin eher so der Silent Hill-Fan wie der Resident Evil-Fan, aber ich spiele sehr gerne Horror-Games. Und da war ich auch sonst immer hilflos verlassen. Hier war das, ne? Bienenköder mitnehmen. Ja. Ach so, Quatsch, nee, Moment. Was hat man da? Da ist. Natürlich. Oh, ich bin aber auch eine hohle Frucht. Ja. Ich weiß. Es leuchtet mir jetzt ein. Es leuchtet mir jetzt ein. Wie gut, dass die Kiste gar nicht so weit weg ist. So. Und vor allen Dingen, worauf ich hinaus wollte, das ist ja bei Silent Hill ja genauso immer war mit den Rätseln und so, dass man erstmal da suchen muss, hat man das gefunden, dann musste man das so ein bisschen kombinieren, so Köpfchen so ein bisschen so, ach, das muss das und das, das. Und das könnte ja da so funktionieren, muss man alles untersuchen. Und boah, da habe ich immer, boah, ich weiß gar nicht, wie lange ich da immer gebraucht habe, bis ich die Spiele durch hatte, aber das hat Fun gemacht. Das ist, heutzutage ist es auch mal mit diesem Autosave, kann man sich drüber streiten, ist eine tolle Erfindung. Aber trotzdem, das gefällt mir an Alien auch so sehr gut, weil man hat da auch kein Autosave und muss immer so das riskieren. Riskiere ich jetzt noch ein bisschen weiter zu gehen und alles und gut, die Rätsel waren jetzt nicht so schwer bei Alien, aber trotzdem ist es ein sehr grandioses Spiel, wie ich finde. Chris hat vorhin gezuckt. Okay. Ich habe schon wieder vergessen, welche Tür das war. Seht ihr? Ich sag ja, ich bin hilflos verloren ohne euch. Mein Gott, 34 Zuschauer für die Zeit. Hey, danke, dass ihr da seid. So. Also, los geht's. Jetzt lösen wir mal dieses Rätsel hier. So. Das hätte ich ja schon damals lösen können eigentlich, ne? Was? Was? Geh weg! Ja. Oh, gute Nacht. Ich bin voll müde. HSV-Fan, du hast die Freundschaft schon verabschiedet. Schlaf gut. Mach's gut, HSV-Fan. Hä? Habe ich jetzt schon Delay? Ist ja auch egal. Mach's gut, schlaf gut. Alien ist der Hammer. Ja, stimmt. Habe ich auch, glaube ich, jetzt zum. Spiele ich jetzt zum zweiten Mal? Ne, zum dritten Mal, glaube ich, spiele ich sogar schon. Momentan ja mit euch zusammen durch. Jetzt habe ich ja quasi alle. Im Prinzip habe ich jetzt alle Medaillen, oder? Die ich brauche.
Weil auf dem Grabstein waren drei von Lechen da. Nee, Moment, von dem Umbrella-Wappen brauche ich noch, glaube ich, noch eins, ne? Die Medaillen waren noch fürs Labor gewesen. Wo war das denn gerade nochmal? Das Loch ist vierkant. Hat er doch gesagt gehabt, ne? Das Loch war verdammt nochmal vierkant. Wo war das denn nochmal gewesen, wo er es gesagt hatte? Das war im. War das unten in der Katakomben? Nee, wo war das denn nochmal? Mein Gott, dieses Spiel, das ist so. Das ist geil. Ich möchte mich da nicht beschweren, also. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig schau mal. Moment, wir waren vorhin Du hast jetzt alle Gegenstände komplett vom Haus, ja. Also muss ich aus dem Haus raus, wie ich mir das jetzt schon gerade irgendwie dachte, dass ich jetzt wieder quasi Richtung Garten muss. Richtung Garten wieder gehen. Ja, Friedhof. Ja. Lalalala. So. Mit Windwappen zum Friedhof. Magnum holen, ja. Hey, Harry! Harry ist immer noch da. Mit Mundgeruch. Mundgeruch, Harry. Ist es? Der ist immer noch da am Rumtouren. Den haben wir ja da eingesperrt. So. Und Frank ist irgendwie lost. Frank ist, keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß es nicht. Frank ist lost. So. Da. Sesam, öffne dich. Ach du Scheiße. Ich laufe vollkommen falsch, oder? Nee, ich laufe richtig. Ich laufe richtig, ich laufe richtig. Hallo Jungs. Hi. Geh weg. Ja, geh doch weg. Meine Güte, geh doch einfach. Oh. Ich lasse den Stream laufen. Kann aber sein, dass ich einpenne. Also, viel Spaß noch. Ja, schlaf gut, falls du einschläfst. Träum schön. Bis später mal. So. Weiter geht's. Bin gespannt, wo das Voting auf Facebook hingeht. Moment. Ah, okay. Naja, ich glaube. Oder? Nee, hä? Bin ich jetzt verwirrt oder bin ich verwirrt? Ich muss es ja da einsetzen, sonst komme ich ja gar nicht durch die Tür, ne? Ist ja richtig. Friedhof, unten die Tür. Jawohl. So. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob auf dem Friedhof wieder ein bisschen mehr los ist, wie gerade, weil die waren ja auf einmal verschwunden, die Kollegen. La, 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 la. Es ist manchmal doch ein bisschen, also wenn man so überlegt, wie es früher war und wenn man es jetzt spielt, sagt man sich doch, boah, mit der Kamera ist doch schon manchmal nervig. Aber ich meine, früher hat man das, glaube ich, auch gesagt beim Spiel, oder? Ich
meine, früher habe ich mich, glaube ich, darüber auch schon geärgert, ein bisschen. Aber es ist trotzdem ein cooles Spiel. Ja. So. Zwei vertikale Striche, eine horizontale Striche. Könnte das eine Art Symbol sein? Ich schau mal eben. Nein. Okay, wie war das jetzt nochmal gewesen? Erst, genau, erst den Mond, dann den Stern, dann die Sonne, wenn das richtig nennt. Ja, wieso kann ich es nicht verwenden? Hä? Willst du mich verarschen? Wieso kann ich das nicht verwenden? Hä? Ach so, okay. Ja. Nein, nicht kombinieren. Gott, wie umständlich das früher war, das gibt's doch gar nicht. Nein. So, was habe ich gesagt? Mond, ne? Mond, Sonne, Stern, glaube ich, war das, ne? Nein, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, richtig. Jawohl, und die Sonne. Sehr schön. Yeah, die Magnum. So.